Ja, grüßt euch. Ja, ich melde mich mal wieder nach einem halben Jahr Pause oder länger. Ja, ihr habt ja alles mitbekommen, was hier auf dem Planeten so abgeht. Welche Schwachsinnigkeit hier vorherrscht. Ach ja, so. Und jetzt gestern hat hier anscheinend, ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was im Fußball abgeht. Ich bin und war noch nie ein Fußballfan. Ja, man hat halt mal geguckt. Dieses Jahr interessiert es mich eh nicht. Nummer 1, weil es bei diesen Kaftanträgern abläuft. Und Nummer 2, weil man seit gestern sieht, dass man dem Islam und seinen Hardcore-Vertretern seiner Bevölkerung äußerst kritisch gegenüberstehen sollte. Zwar nicht, also vor allen Dingen denen, die hierher kommen, die ihr eigenes Land verlassen. Noch eine Kritik, wieso, aus welchem Grund heraus muss sich eigentlich Deutschland immer an alle anderen anpassen? Kann mir das irgendjemand erklären? Da in Saudi-Barbarien da unten, da sieht es ja so aus, unser Land, unsere Regeln. Unsere Kultur, unsere Regeln. So. Und wieso zum Teufel darf das Deutschland und Europa nicht? Ohne Schmarrn, Leute, meine Meinung ist, und das ist meine persönliche Meinung, unsere Politiker gehören alle vor Gericht. Erstens mal sind sie Betrüger, Lügner und Verbrecher. Und das sind Fakten. Weil wer seine Doktorarbeit fälscht, wer Plagiate in seinen angeblichen selbstgeschriebenen Büchern, wer deutsches Steuergeld in die Welt verteilt, ohne dafür zu sorgen, dass es in Deutschland funktioniert, wer mit Banken geheime Hintertürgeschäfte macht, der ist ein Lügner, ein Betrüger und ein Verbrecher. Und deswegen, und vor allen Dingen, wer Verfassungsbruch begeht als Politiker, hat sofort zurückzutreten und sich einer gerichtlichen Institution zu stellen oder einem Volkstribunal, je nachdem. Noch etwas, wir haben keine echte Demokratie. Weil Demokratie bedeutet, für jede verschissene Gesetzesänderung, die diese sogenannten Volks fabrizieren, müssen sie das Volk fragen. Vor allen Dingen, wenn es ums Grundgesetz geht. So, ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Fest und, falls nichts Schlimmeres passiert, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das kommt von Herzen. Das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Thank you.